Aber wenn Sie jetzt auch mich täuschen wollen, heißt das, dass Sie sich nicht an die Regeln halten. Hören Sie, sagte er, Sie können ruhig glauben, dass ich nicht aufrichtig bin, in dem Sinne, wie Sie den Begriff verstehen. Meine Gefühle entstehen nur durch eine wahrhaftige Fiktion. Ihre Art von Aufrichtigkeit halte ich für eine Armut. Die höchste Wahrheit besteht in der Fiktion. Das war schon immer meine Überzeugung. Sie übertreiben, sagte ich. Das ist jetzt eine zweifache Lüge. So geht es nicht. Es geht. Und wie es geht, erwiderte mein Gast. Es kommt einzig und allein darauf an, etwas zu spüren. Ja, sagte ich, ich bin auch davon überzeugt, dass Sie alles gespürt haben. Ich dachte sogar immer, Sie hätten Dinge gespürt, die normale Menschen nicht zu spüren imstande wären. Ich habe immer an Ihre okkulten Fähigkeiten geglaubt. Sie sind ein Zauberer. Und genau deshalb bin ich hier. Und habe den Tag so verbracht, wie ich ihn nun eben verbracht habe. Und sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie Sie den Tag verbracht haben? Fragte er. Das könnte ich nicht sagen, antwortete ich. Ich fühle mich ruhiger, leichter. Genau das haben Sie gebraucht, sagte er. Ich bin Ihnen sehr dankbar, sagte ich. Maria Sinja brachte die Vorspeise. Im Grunde waren es zwei völlig traditionelle Koriandersuppen. Außer dem Namen hatte die Nouvelle Cuisine nichts dazu erfunden. Die Hauptspeisen kamen und wir begannen zu essen. Im Saal ertönte gedämpfte Musik. Klaviermusik. Liszt vielleicht. Und zumindest die Musik ist gut, stellte ich fest. Ich mag Musik nicht, sagte mein Gast. Ich habe sie nie gemocht. Das überrascht mich wirklich, sagte ich. Nur Volksmusik, fuhr er fort. Walzer und ähnliches. Viana da Mota gefällt mir allerdings. Und Ihnen? Mir auch, sagte ich. Vielleicht hat er etwas mit Liszt gemeinsam, meinen Sie nicht? Vielleicht, sagte er. Aber er ist sehr portugiesisch. Maria Sinja nahm die Teller vom Tisch. Sie zählte uns die Nachspeisen mit den blumigen Namen auf. Aber mein Gast schien nicht begeistert zu sein. Ihr Freund ist ein wenig deprimiert, sagte Maria Sinja. Er schaut düster drein, der Ärmste. Er ist Engländer, nicht wahr? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass er Portugiese ist, rief ich etwas verärgert, und dass er gerne Englisch spricht. Verlieren nicht auch Sie die Nerven, Caballero, erwiderte Maria Sinja und nahm die Teller.